Los geht's. Auf Weltreise mit Marion Eichmann. Erste Station, Tokio, wo sie mehrere Monate verbracht hat. Ja, also mir schien das alles ziemlich absurd. Ich bin da aber total eingetaucht in die Stadt und war fasziniert. Und mir blieb nichts übrig, als den ganzen Tag zu zeichnen und alles aufzusaugen, was ich so sehe. Immer so schnell immer hin und her und flitzen. Weiter in die Straßenschluchten von New York City mit ihren Klinkerbauten. Natürlich auf und aus Papier. Und schließlich dieser Waschsalon aus Marion Eichmanns Berliner Nachbarschaft. Ein begehbares Bild im Originalformat. Was auch nicht fehlen darf, wie gesagt, sind nur Getränkeautomaten, wo man sich dann die Cola ziehen kann. Also die Frage wird mir immer gestellt, Marion, wie kommst du überhaupt auf die Idee, das zu machen? Und diese Frage gibt es bei mir auch nicht, weil ich, auch wenn ich ein Thema habe oder wenn ich irgendwie rausgehe, dann sehe ich halt die Dinge sofort. Und dann kommt das rote Auto, das fährt vorbei, die Frau mit der roten Handtasche, die vielleicht noch rote Schuhe anhat. Dann gibt es irgendwo wirklich eine rote Cola-Dose. Und die Sachen zoome ich dann. Also ich sehe das dann alles so in einem Zusammenhang und habe total Lust, das sofort nochmal darzustellen. Die Welt zeichnend aufsaugen, zerlegen, auf Papier neu zusammensetzen. Marion Eichmann macht das, seit sie denken kann. Als Kind machten die Eltern mit ihr lange und extreme Reisen. Mit dem Stift sammelte und sortierte sie ihre Eindrücke. Das ist bis heute so geblieben. Ich fand das total spannend, weil jeder, der schon mal in New York war, am Times Square, der kennt das. Es ist alles schick, die Touristenbusse fahren, es ist wahnsinnig laut, überall blinkt es und glitzert es. Aber ich sitze hier irgendwo im 11. Stock und blicke runter und sehe plötzlich diesen ganzen Schrott auf den Dächern. Irgendwo ist noch eine Werbetafel, ob man sich gestresst fühlt. Und dann dieser ganze Backstein. Also das ist eigentlich in all den Arbeiten, die ich so mache, immer dieses Widersprüchliche. Und das fand ich hier ganz schön, das so aufzunehmen. So wimmelig und teilweise bunt ihre Bilder sind. Marion Eichmanns Berliner Atelier ist blitzeblank und strahlend weiß. Sie braucht das so. Immer arbeitet sie an mehreren Projekten gleichzeitig. Ob Backstein oder Blume. Fast alles kann zum Motiv werden. Ich versuche, da auch ganz frei an die Sache ranzugehen. Also auch keine Wertung zu haben. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Dass ich sage, es kann eine Mülltonne sein, es kann aber auch ein Blumenstillleben sein. Mich reizt an dem Motiv eigentlich, wenn ich was aufnehme, wie ich das umsetzen kann. Und das ist jedes Mal ganz, ganz, ganz von neuem ein Experiment. Und das finde ich total spannend. Marion Eichmann findet auch Orte spannend, an denen andere schnellstmöglich vorbeilaufen. Tagelang zeichnete sie am Berliner Kotti. Das Ergebnis hängt in der Galerie Stiel in Waiblingen. Also ich glaube, das ist gerade für mich so dieser Ansporn oder der Reiz, was wir als hässlich empfinden oder was auch als schön empfunden wird, dass ich mir die Frage selber überhaupt gar nicht stelle, weil ich, glaube ich, einen anderen Blick dafür habe. Weil ich finde es gar nicht hässlich. Also gut, ich sehe dann halt diese Form des Hauses, die Architektur, die ganzen runden Formen der Satellitenschüsseln, skizziere das so auf und für mich ist es wie so ein Raster zu sehen und auf den ich was entstehen lasse. Marion Eichmanns Ausstellung ist eine Entdeckungsreise. Einen Besuch lang die Welt sehen mit ihrem ganz eigenen Blick. Gerade für die oft übersehenen Details.